Look into my eyes, you will see what you mean to me. Search your heart, search your soul, and when you find me there, you search no more. Don't tell it's not worth dying for. You can't tell me it's not worth dying for. You know it's true, everything I do it for you. There's no everything I do, oh, I do it for you. Dankeschön. Ich komme, halte durch. Was für eine Stimme! Hey! Danke, Jörg. Die Leute stehen, die Jury stand auch. Hammerhart. Mehr kann man sich nicht wünschen. Ich bin sprachlos, wirklich. Standing Ovation! Und jetzt wollen wir gucken, was die Jury sagt. Hier ist dein Juryurteil. Xaver, hat's gefallen? Ich erhebe mein Glas auf dich. Es war nur Wasser, aber ich muss erst mal was trinken, weil. Es ist der Wahnsinn. Es ist wirklich ganz, 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 ganz toll. Ich habe mir ein bisschen was überlegt, wie kann ich das besonders machen, damit du dir das gut merken kannst, was ich dir jetzt sagen möchte. Ich möchte dir mal kurz die Buchstaben DSDS neu aufschlüsseln. Darwin sei Deutschlands Superstar. Ach, sorry, danke. Haben deine Fans nichts gegen? Die sind einfach sprachlos, wirklich. Ich liebe euch. Meine liebe Oana, teilst du die Meinung? Weißt du, Darwin, ich habe mir lange Gedanken gemacht. Ich habe dir in Thailand schon gesagt, dass du dich zu meinem Geheimfavorit entwickelst und so weiter. Und ich habe mir diese Woche die ganze Zeit Gedanken gemacht, warum lieben wir dich alle so sehr? Und ich glaube jetzt, heute Abend konnte ich das feststellen. Und zwar, wenn du singst, du machst einfach dein Herz auf und du erreichst uns alle. Es war so emotional, es war so schön, es war so ehrlich. Es war, ich weiß es nicht, ob es ein besseres, ich bin sprachlos. Es ist. Danke, Johanna, wirklich. Man hat das Gefühl, man nimmt ihm das ab, was er da singt. Gar nicht los.
du. Jetzt sagst du gleich wieder zu mir, ich höre dich nicht. Geil. Ich schwöre. Darwin. Wie fandst du die Maschine? Darwin, lass uns zurück zu deinem Casting gehen. Du kamst schon rein und man hat dir angemerkt, du hast Bock auf DSDS. Manche kommen und sagen, ich will nur gesehen werden, ich möchte ein bisschen bekannt werden. Aber du hast dich von Show zu Show abgeliefert. Und für mich hast du die erste Runde ganz klar gewonnen. Ganz klar. Ja. Danke dir, Mann, ehrlich. Danke, Petra. Dieter, was sagst du? Hat er die erste Runde gewonnen? Das weiß ich nicht. Also ich fand Nick natürlich auch wirklich super, super. Das war irgendwie was anderes. Das kann man ganz schwer jetzt vergleichen. So ein Gitarrenauftritt mit einem Playback-Auftritt, das ist wirklich schwer. Ja. Aber ich meine, der Song ist auch schwer. Und bei dir fallen die Komplimente wirklich relativ leicht. Ja. Das kann man nicht viel besser singen. Und da musst du auf dem Friedhof lange graben, bis du jemanden findest, der das so geil singt wie du. Ja. Danke dir, Dieter, wirklich. Dankeschön.